Das letzte Ghost Recon-Spiel, Ghost Recon Breakpoint, liegt nun schon einige Jahre zurück. Und auch wenn wir wissen, dass ein Nachfolger unter dem momentanen Namen Project Over in der Entwicklung ist, so ist zu diesem bisher nicht viel bekannt. Nun gab es aber einen Leak, der viele Details zum kommenden Titel Project Over beinhaltet und dabei Dinge verrät, die nicht jedem Ghost Recon-Fan gefallen werden. Alles, was aus dem Leak hervorgeht und was wir bisher zu Project Over Wissen erzähle ich euch in diesem Video. Derzeit ist die Veröffentlichung des nächsten Ghost Recon-Titels für den Zeitraum 2025 bis 2026 geplant. Da es bisher noch keine offizielle Ankündigung gibt und auch ansonsten keine offiziellen Äußerungen zu Project Over, kann man davon ausgehen, dass, wenn in diesem Jahr keine Ankündigung stattfinden wird, das Spiel erst 2026 erscheint. Sollte es tatsächlich 2025 erscheinen, ist davon auszugehen, dass wir dieses Jahr auch noch offizielle Infos bekommen werden. Dies berichtet zumindest die anonyme Quelle, aus der dieser Leak kommt. Und nun kommt schon der Punkt, der nicht jedem gefallen wird, wobei ich mir auch vorstellen kann, dass einige Spieler das Ganze feiern werden, denn mit Project Over kehrt die Ghost Recon-Serie wieder zurück zu ihren Wurzeln, und zwar in die Ego-Perspektive. Das heißt, die Third Person, die wir aus Wildlands und Breakpoint kannten, wird wohl der Vergangenheit angehören. Project Over soll nämlich ein Squad-basierter militärischer Taktik-Shooter, also fast schon Milsim-artig werden. Dabei soll sich Project Over bei führenden Militärspielen inspirieren lassen, unter anderem Squad oder Ready or Not, um Milsims zu nennen, aber auch von Spielen wie Modern Warfare oder Battlefield. Wenn das Ganze wirklich eher in die Richtung Ready or Not und Squad gehen wird, also schon mehr in Richtung Milsim, dann kann ich mir vorstellen, dass gerade die Hardcore-Fans davon begeistert sein werden. Allerdings ist das Ganze ein schmaler Grat, denn Ghost Recon ist natürlich ein großes Franchise und irgendwie muss man auch die Casual-Spieler abholen. Wenn Ubisoft es schafft, da die richtige Balance zu finden, könnte der Umstieg in die Ego-Perspektive tatsächlich klappen. Storytechnisch spielt Project Over während des fiktiven Naaman-Krieges in einem feindseligen südöstlichen Land, in dem hunderttausende Menschen an den Folgen von Kriegsverbrechen starben. Natürlich müssen wir, also die Ghosts, als Team das Kriegsgebiet infiltrieren, um geheime Missionen durchzuführen und einen Verräter ausfindig zu machen. Storytechnisch und insbesondere die Art der Präsentation soll dabei stark von der Modern Warfare-Reihe inspiriert sein und somit auch mit einigen potenziell düsteren oder kontroversen Missionen und Abschnitten aufwarten. Als Beispiel wurde dabei eine Mission genannt, in der wir als Trupp beinahe einen Mann erschießen, der ein Baby hält, weil wir eben dachten, dass das Baby eine Bombe sei. Aber in letzter Sekunde merken wir, dass dem nicht so ist. Auch grafisch gesehen soll Project Over eine deutliche Verbesserung gegenüber seinen Vorgängern erfahren haben und lässt sich optisch am ehesten mit Ready or Not vergleichen. Außerdem scheint Ubisoft sehr darauf bedacht zu sein, mit Project Over ein wirklich poliertes Spielergebnis zu Release auf den Markt zu bringen. Alleine die Tatsache, dass bis jetzt wirklich alles zu diesem Projekt unter Verschluss gehalten wird und schon sehr lange daran entwickelt wird, lässt darauf schließen, dass man hier keine halbgaren Sachen abliefern möchte. Auch die Tatsache, dass man eben das komplette Konzept noch einmal umgestellt hat auf die Ego-Optik, deutet auf einen sauberen Neuanfang hin. Sobald es mehr Infos zu Project Over gibt, werde ich diese natürlich hier mit euch auf dem Kanal teilen. Was ist eure Meinung zur Neuausrichtung der Ghost Recon-Serie? Schreibt mir das gerne in die Kommentare. Ansonsten gilt natürlich wie immer, wenn euch das Video hier gefallen hat, dann lasst mir gerne einen Daumen da. Und wenn ihr es noch nicht getan habt, dann abonniert doch einfach diesen YouTube-Kanal, um auch in Zukunft mit allem zu Ghost Recon versorgt zu sein. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Reingehauen.